Elias Stefanescu für Ground and Pound hier in Österreich in Wels bei der Mixfight Nummer 4. Ja, an meiner Seite der M1 Selection Gewinner Bekan Taisumov. Bekan, du bist hier auf dem Event von Jasminka Tschive und ja, die Stimmung kocht derzeit. Wie ist so dein Gefühl? Ach, Gefühl ist super und noch ein paar Jungs kämpfen von mir hier, von meinem Gym, die, welche ich trainiere, Islam Sisbulato und Arbi Aguyev. Und ja, freue mich schon. Da heißt es Daumen drücken in dem Fall von dir. Ja, auf jeden Fall. Sind alle gut so vorbereitet und freue mich schon. Kommen wir kurz zu dir. Du solltest ja in letzter Zeit im Februar im Titelkampf sein bei M1. Erklär am besten den Zuschauern, was damals passiert ist, warum es nicht zum Titelkampf kam. Ach, ich habe so lange gewartet auf diesen Kampf und ich war auch vorbereitet. Ich habe mich in Thailand vorbereitet bei Tiger Muay Thai Gym. War super fit. Auf einmal beim Training, wo ich schon wieder also in Wien zurück war, bei meinem, also unserem Club MMA Vienna, also beim Sparring habe ich meinen Rippen verletzt, also Rippenprellung habe ich gehabt. Und das, dadurch wurde der Titelkampf abgesagt. Aber ich hoffe, bald komme ich wieder dran. Genau das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen, wann M1 das sozusagen nachholt. Du bist jetzt wieder fit, nehme ich an. Ja. Dementsprechend die Frage, hast du schon was gehört? Haben sie Kontakt aufgenommen? Kann man demnächst mit dir rechnen? Und falls du denn dort kämpfst, ist es vielleicht jetzt um den Titel oder musst du da wieder ein Zwischenmatch machen? Ach, ich weiß noch nicht, ob das um Titel geht oder nicht. Aber ich bin jetzt erster Kandidat um Titel. Ich bin noch geblieben, erster Kandidat, um Titel zu kämpfen. Ich warte ab, bis M1 sich meldet. Ich hoffe, im Mai, spätestens Juni, werde ich schon bei M1 also kämpfen. Ich warte nur ab. Das hört sich gut an. Ich denke mal, deine Fans hoffen, dass du deinen Number One Contender Spot sozusagen verteidigen kannst und dann eben um den Titel kämpfen darfst bei diesem Event. Wir drücken dazu die Daumen. Gehen wir einen Schritt weiter. Mir ist noch zu Ohren gekommen, dass dem nächsten Gym bald eröffnet von dir. Erzähl uns am besten auch davon. Also, es wird ein neuen Gym aufgemacht, also von uns, von Arbi, von mir, wird ein super Gym aufgemacht, jetzt in Wien. Und jetzt das alles in Bearbeitung, hoffentlich Ende April wird schon tiptop fertig sein. Wir haben super Trainer gefunden, es wird echt, echt super und ich will ganzen Wien und jeden, wer zu uns kommen will, ist gerne eingeladen. Das solltet ihr auf jeden Fall tun, wie ihr es gehört habt, sobald der Gym steht. Ich denke mal, spätestens auf Facebook oder ähnliches kann man dann sehen, wo das soweit sein wird. Und dann kommen hoffentlich genug vorbei. Zu guter Letzt, Jasminka Tschive, wie gerade erwähnt, heute ihr Event. In einer knappen Woche ist sie bei Invicta im Käfig und darf selber ran. Sie hat sich bei dir nochmal warm gemacht, hat mit dir trainiert. Erzähl uns, wie dein Gefühl ist, wie sie sich angestellt hat und wie derzeit ihr Stand ist. Sie kämpft hier gegen Beck Hyatt bei Invicta. Ach, Jasminka war bei uns also trainieren, nicht nur eine Woche, schon mehrmals. Und Jasminka ist, glauben Sie, ist mir sehr gut drauf und ich hoffe, dass sie gewinnt diesen Kampf. Sie hat jetzt Debüt in Amerika. Also genau, richtig. Steht einen großen Kampf vor und ich hoffe, sie gewinnt den Kampf, weil sie hat hart trainiert. Wir alle haben ihr geholfen und hoffentlich wird schon was. Das hört sich gut an. In diesem Sinne drücken wir die Daumen. Ja, Jasminka, nächste Woche, wie gesagt, bei Invicta auf jeden Fall reinschauen. Ansonsten hier vorne, wir schauen uns heute nochmal die Kämpfe an. Für deine Kämpfer, wie gerade schon erwähnt, viel Erfolg und dann lass uns gemeinsam zittern. Dankeschön. Ich will bedanken Ground & Pound, welche einen riesengroßen Arbeit leisten. Und ich will genauso bedanken, also mein Team MMA Vienna. Ich will bedanken CrossFit, also Richie, welche mir jedes Mal hilft. Und den allen, welche mich unterstützen. Dankeschön. Vielen Dank.